Wo geht's jetzt hin? Stage 6. Cursed City. The Cursed City. Die verfluchte Stadt. Klingt ja nicht so super. Kaum Tränke. Kurz vorm Abkacken. Läuft. Oh, und direkt ein Fuß im Gesicht. Oh, und Ritter. Ja. Ja, bis auf den anfänglichen Fuß im Gesicht läuft es gerade bei mir ganz gut. Jetzt haben wir auch gleich. Nein. Die Musik passt jetzt. Ich glaube, die einzig unpassende Musik war da bei diesem Vulkan-Ding. Das war eines der coolsten Level von der Gestaltung. Aber die Musik, die war irgendwie zu fröhlich. Zumindest am Beginn. Es gibt noch ein Level, da sind wir jetzt leider nicht drin. Das war, glaube ich, so eine Kristallhöhle. Ja. Da wären wir lang hingekommen, wenn wir einen anderen Pfad gewählt hätten, glaube ich, recht zu Anfang. Ich brauche auf jeden Fall nächstes Mal Fleisch, weil dann bin ich weiter von dem mein Ableben entfernt. Wenn es geht, solltest du auch die Sklaven befreien. Gibt es hier überhaupt noch Sklaven? Bestimmt. Wir sind, glaube ich, jetzt im sechsten Level von... Also im sechsten Level, nicht von insgesamt 7, aber von insgesamt 7 bis zum Endgegner, weil wegen der Route überspringt man ja nicht. Von 11 Leveln 7, glaube ich. Alter, was ist denn hier mit dem los? So. Aha. Das gibt's doch nicht. Gott sei Dank. So. Aber wir schlagen uns eigentlich recht gut für so total Deppen in diesem Genre. Vor allem das erste Mal seit 10 Jahren. Oh, die können Feuer spucken. Mhm. Oh, rechts sind Morgensterne im Bild. Ich wurde gerade schon wieder gebuddert hier. Was passiert eigentlich, wenn man die Bäuche von den Kerlen streichelt? Passiert dann irgendwas? Nee. Ich hab ein schlechtes Gefühl bei der Tür jetzt. Kommt gleich bestimmt wieder eine dicke Olga raus. Oh, Ritter. Ich oben. Nee, du oben. Basti unten, Daniel oben. Nochmal zur Verdeutlichung. Okay. Okay, Tür im Auge behalten. Ah, okay. Essen. Ja, du. Ah, verdammt. Fuck. Jedes Mal falle ich auf diese scheiß Viecher rein, dass die noch irgendwas machen. Mist. Ah, scheiße, ich dachte, das wärst du jetzt. Du hast sie gerettet vom Tod, indem du sie einfach runtergehauen hast. Okay. Mach sie aus. Okay. Ich würde sagen, wir bleiben... bleiben wir hier oben? Warte, ich geh mal... Ja, wir bleiben hier oben erstmal. Es kann sein, dass ja von links noch welche kommen. Ja, ja. Hundertprozentig. Dreh dich gleich auf jeden Fall um, wenn der eine fertig ist. Dreh dich um. Ach, schade. War so klar. Oh, scheiße. Okay, das Vieh ist weg. Okay. Alles klar. Ey, das war gut. Sah fast professionell aus. Ja. Ah, shit, ey. Wir sind professional. Dafür, dass wir nur die Standard-Moves hier raushauen. Da fängt das Spiel an zu ruckeln bei so vielen Effekten. Shit. Hinterhalt!
Latex-Bitches in schwarz. Ah, klopf. Okay. Die hattest du schon einigermaßen bearbeitet, dass das ein bisschen schneller ging, gerade hier oben. Oh. Ich glaube, wenn ein Trank hier drin ist, dann ist der für Tür, dich. Eine Tür. Oh, wir können durch. Ja. Ah! Ich nehme mal hier so alle beide Ritter auf einmal. Einmal links, einmal rechts. Ich erwische den hier gerade gar nicht. Links, einmal. Oh, der eine Ritter ist schon platt. Der andere auch. Ja, hast du gut gemacht. Ich habe gerade versucht, in einer Linie die zu erwischen, diese Skelettdinger. War aber anscheinend immer zu weit weg, um die... Also, nicht von der Entfernung, sondern von der Vertikalen her. War ich einfach zu... Ja. Da weiter zwischen. Hattest du eine Idle-Animation? Ja, ein bisschen. Hier, ich habe auch so Wadenkrämpfe wie du. Nee, du hattest gerade dein Schwert zugegeben. Achso, ja, warte. Warte... Oh, und du hast so einen spastischen Anfall. Was? Nicht weitergehen. Da kommt er. Auch beide gleichzeitig, ne? Ja. Okay, was ist das so über uns? Ein Kronleuchter. Fällt das runter? Bestimmt. Es wackelt auf jeden Fall schon mal. Oh nein! Ich hab falsches Level-Design. Falsche Taste gedrückt. Bei so viel Partikeleffekten verlangsamt das Spiel immer. Geh tiefer, bitte. Dass wir uns nicht. Dass du mich nicht zerhaust. Ich weiß. Okay, weiter geht's. Yeah, das war da sind bestimmt wieder welche. Warte, wir rennen. Bereit? Oh, das war doof. Geh nach links. Die haben mich jetzt beide... Beide gleichzeitig. Scheiße. Haben wir denn noch einen Credit? Zwei, glaube ich. Ich weiß es nicht. Eins oder zwei. Ein mindestens, ja. Oh. Bilderrahmen mit den Frauen. Die sind gerade erst erschienen, ne? Die waren kurz nicht da. Ja, die erscheinen da raus. Das heißt, das ist wahrscheinlich wie in diesem Lava-Level. Da kommen die gleich rausgeplatzt. 100 pro. Ja. Oh. Und die greift nicht direkt. Das war geil. Hast du das gesehen? Das war richtig gut. Also gut gemacht. Okay, jetzt brauchen wir nur noch was zu essen. Noch das nächste Mal Fleisch. Ich wollte gerade sagen, da stehen ja bestimmt wieder. Rotes Schwert. Profi! Der war gut! Profi von mir! Kriegst du den? Ich hab keine Ahnung. Kurz vorm Abkacken, soll ich den nehmen? Ja, nimm du den mal. Dann geh auch komplett. Ja, genau. Aber nicht, dass da gleich welche kommen. Ey, das eben mit den Frauen, das war ja echt. Das grenzt ja an. Das grenzt ja an Professionalität! Da hätte ich eigentlich für bezahlt werden müssen. Ja. Hammer. Okay. Ja. Und nicht die viel. Okay, wir haben zwei. Haben mehr oder weniger halbe Attacken. Was vielleicht kriegen wir noch. Für dich, ja. Und hier ist ein Trank drin, oder? Ja. Nehme ich auch, ne? Ja, ja. Wunderbar. Was passiert jetzt? Weiter rechts. Oh. Oh, die kommen. Magie. Ich spring mal einfach mal stylisch quer durchs Bild. Du memst gerade das Puma-Logo. Yo. Oh, geh da raus. Ah, shit, den einen erwischt und den anderen nicht. Ich bin das Opfer. Hey, ich wusste gar nicht, dass ich noch Magie hab. Ich hab mich verklickt. Nee, wir hatten ja nicht ganz voll. Ah ja. Ich hasse diese Viecher. Ich auch. Soll ich meine Magie machen?
Ich habe ja noch so ein bisschen Hoffnung. Ja, sonst mach mal einfach. Das so blöde ist, wir wissen nicht, was gleich noch kommt, ne? Ja, eben. Falls wir jetzt noch Tränke offen haben, auf jeden Fall nicht verwenden. Wir müssen die jetzt... Ah, shit, ey. Was soll denn das? Ja. Ah, fuck. Fuck. Okay, einer ist tot. Boah, war das knapp. Boah. Der hätte dich ja sowas von erwischt mit dem. Ja, super. Ah, shit. Ich war gerade jetzt ganz cool. Ah, Gott sei Dank. Oh, kacke, yeah, ey. Und jetzt kommen nochmal welche. Ah, Scheißdreck. Wow. Oh, Mist, Scheiße. Ich bin tot. Okay, wir haben jetzt noch... Wenn ich mich wieder... Ah, okay. Unsere letzten beiden Leben. Ah. Schmeiß ihn da runter. Ja, der ist, der ist zu hoch. Weit hoch. Komm, sterbe, stirb! Wir haben aber jetzt beide noch... Zwei Leben. Zwei Leben. Also, wir können uns... Wenn wir jetzt auf Null gehen, dann sind wir tot. Ja. Das darf nicht passieren. Aber grundsätzlich... Was passiert jetzt? Oh, ein Speerträger. So das Gefühl, das war's noch nicht. Da kommt noch ein bisschen mehr. Da sah man nochmal seine Spezial-Kick-Attacke, obwohl er eine Lanze in der Hand hat. Ja. Er rennt mit der Lanze auf dich zu und macht dann so ein Fußballgrätschen, ne, hier ganz klar auf Foul aus. Ja. Okay, was jetzt? Links kommt eine Keule ins Bild. Links schiebt sich zuerst die Wampe ins Bild. Ja. Wer kommt denn da zur Tür herein? Das kann doch nicht alles sein. Vielleicht ist ja... Also hiernach müsste hier. Laut Anzahl der Level... Dann der das letzte Level kommen. Also das, wenn wir das hier schaffen, dann... Okay. Ah, shit. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ha! Ach, guck an. Ist sie auch verflucht. Hm. Das ist ein wählbarer Charakter, der super gefährlich eingefärbt wurde. Der hat dich zuerst erwischt. Ja. Yeah. Aber wir haben ja jetzt ein paar Tränke, ne? Hier, du brauchst ein bisschen Wasser, du siehst so fertig aus. Du blass aus. Zusammenstoß. Scheiße, da konnte ich nicht mehr abbrechen. Du hast auch noch eine Magieattacke übrigens, ne? Gleich platt. Jetzt bin ich platt. Nein, 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 nein. Wir sind einfach zu schlecht für dieses Spiel. So. Ha, voll ausgewichen. Scheiße, ey. Ich habe noch eine Magie. Ja, dann mach die mal, oder? Ja, ja, ja. Ich habe so das Gefühl, wir kommen gleich ins Endlevel und haben halt einfach nichts. Ja, nichts. Wobei, wenn wir abkacken noch einmal, dann haben wir zumindest einen kleinen Trank. Ah, ja, Gott sei Dank. Er ist wieder richtig positionieren. Thank you, be careful, the enemies around here are very powerful. Oh, scheiße, jetzt kommt noch ein Level. Mhm. Ich würde sagen, egal wie das Level ausgeht, das müsste das letzte sein.
Schauen wir einfach mal. Wenn wir abkacken, dann sei es so. Dann werden wir vielleicht nochmal einen anderen Versuch starten, irgendwann später. Ja. Aber, ja genau, hier ist einfach direkt das Boss Battle. Okay. So, you finally got here. However, you won't be able to go on. Oh, das heißt das, da kommt noch was? Scheiße. Weiß ich nicht. Yeah! Yeah! Du musst auf den zurennen, während des Rennens springen und dann dich verhauen lassen. Dich beißen lassen. Ich will dich. Warte. Oh, ganz schön schmal hier, ne? Mit voller Absicht. Ja. Guck, weil da macht er so sein... Okay. Da macht er seinen Schlag. Oh, scheiße. Okay, mein letztes Leben. Ja. Ich habe noch einen Trank. Ja, mach mal. Oh, das war knapp. Der war knapp, Alter. Guck mal, der Hintergrund ist verschwunden. Ja. Ich hoffe, jetzt kommt nicht danach noch wirklich ein Level, weil dann haben wir echt abgekackt. Er hat mich ausgenockt. Wie will man versuchen auszuweichen? Scheiße. Na shit. So. Okay. Hattest du jetzt auch noch einen Trank? Ja, wenn man stirbt und wiederkommt, dann hat man einen Trank. Ah. Wow. Ja! Okay. Ja, der sah gar nicht besessen aus. Oh, der König. What have I been doing? The Princess. I have a pfeffer to ask of you. The princess is somewhere in the castle. Please help her. Scheiße. Oh. Das heißt... Ist es noch nicht das Ende? Nein. Wir brauchen unbedingt was zu essen, ey. Ja, wir brauchen Sklaven zum Befreien. Scheiße, ich bin gleich sowas von tot. Also war das doch nicht, oder doch, das ist das letzte Level. Ja klar, nur das hat halt mit so einem Kampf angefangen. Scheiße. Pissgelbe Ritter. Und obendrein noch 3 Stück. So, ich bin K.O. Okay. Es gab übrigens einen normalen und einen harten Schwierigkeitsgrad. Und wir haben jetzt auf normal gespielt. Einen leichten gibt es, glaube ich, nicht. Ja. Okay, wir wurden vermöbelt. Ah, ne, ich habe noch einen. Geil. Ja, Magie. Ich denke mal, das werden wir hier nicht schaffen. Das heißt, so viel wir... vielleicht raffen wir uns nochmal auf und schaffen es, eine zweite Runde aufzunehmen. Weil so lang ist das Spiel ja eigentlich nicht. Beziehungsweise vielleicht muss man einfach nur Charaktere nehmen, die durchschlagskräftiger sind. Ja, vielleicht sollten wir auch gegebenenfalls ein bisschen die Schläge und was es da alles gibt. Herausfinden, was für Kombinationen es gibt, meinst du? Um Spezialattacken auszuführen. Ja, können wir machen. Manchmal, also viele Sachen kennen wir ja schon. Das Problem ist meistens... Er übernimmt die irgendwie nicht, die ja, manchmal... Das Timing ist ja, wie schon erwähnt, sehr... sehr fein in diesem Spiel.
beim Intro hat man ja so ziemlich verschiedene Helme gesehen. Das war nicht immer derselbe. Das waren, glaube ich, drei oder vier verschiedene Helme von irgendwelchen düsteren Gestalten. Oh. Toll. Und, ja, da gibt hier wieder Leben. Was soll ich denn jetzt machen? Und ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie dann der Super-Endgegner ist. Allerdings... ja. Naja. Je nachdem, wie weit du jetzt kommst, werden wir es herausfinden oder nicht. Bei einem Dash, solange die nicht springen, sind sie relativ schutzlos, ne? Ja. Wenn sie zu zweit sind, ist es sehr schwierig. Okay, das war's. Boah, für ein erster Versuch nach 10 Jahren gar nicht mal so ganz doof. Wir sind weiter gekommen, als wir jemals gekommen sind. Ja, hier sieht man nochmal unsere Route. Wir sind vom Vast Fields to Anson Mount, dem Jungle, Bloody Street, Death Mountain, Cursed City und dann das Gate of Fate gegangen und You Dead. Ja, alles klar. Ich würde sagen, das war's. Mhm. Danke fürs Zusehen und vielleicht bis zu einer nächsten Runde Golden X3. Ja, auf Wiedersehen. Tschüss.